Katja Krasavitz in Minecraft. Drückt mir bitte ein Kissen aufs Gesicht, das muss nicht sein, oder? Clickbait-Titel werden immer mehr gang und gäbe. Da spricht der Experte. Hallo und herzlich willkommen zur wohl dämlichsten Minecraft-Modifikation mit mir, dem LeCopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, endlich ist es soweit. Endlich gibt es sie, die YouTube-Deutschland-Mod. Yay! Eine Mod, die zahlreiche intelligente YouTuber in eure Minecraft-Welt hinzufügt. Sei es ApoRed, Leon Mascher, Katja Krasavitze, KuchenTV, der seine SD-Karte verlieren kann. Richtig lustig. Wir haben natürlich Simon Desu, wir haben Herrn Newstime, der wirklich zu jeder Gelegenheit hier aufblöppen wird und seinen Senf dazu gibt. Richtig bescheuert. Und einige mehr. Ja, eine Mod, die demnach deutsche YouTuber in eure Minecraft-Welt hinzufügt. Sowas hat die Welt gebraucht, oder? Ich habe eben gerade diese Mod ausgiebig getestet und direkt der Hinweis zu Beginn, falls ich euch werde wahrscheinlich das ein oder andere gegen manche YouTuber sagen, bitte nicht allzu ernst nehmen, es ist nur ein kleiner Spaß, eine kleine Parodie, ja? So richtig nervig aus dieser Mod ist vor allen Dingen der Herr Newstime. Wenn ich beispielsweise wie jeden Morgen hier mein Bilou mit Dönergeschmack runterschlürfen möchte, in der Hoffnung, dass ich den folgenden Tag nicht überlebe, bekomme ich nicht nur einen Übelkeit-Effekt, sondern der Herr Newstime, der Mr. Newstime in diesem Fall, möchte natürlich direkt darüber berichten. Yay, und da sehen wir ihn auch schon in seinem Flash-Kostüm, der direkt hierhin geeilt und möchte darüber berichten. Wer ihn nicht kennt, sollte Herr Newstime ganz kurz erklärt, berichtet, wenn man es berichten nennen darf, ja, von aktuellen Videos, die man sowieso in den Trends findet, also von daher, ich meine, gut, wie dem auch sei, das sei einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt er einige Sounds von sich und die werden wir natürlich direkt mal testen. Zum einen sagt er, so muss eine YouTube-News sein, ich werde ihm direkt mal eine mitgeben, zack, euer Newstime. Wenn wir ihn angreifen sollten, wenn wir ihn bekämpfen sollten, bekommen wir seinen ja, Standard-Abschiedsspruch zu hören. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt. Es ist ohne Mist, das ist richtig lustig gemacht, wenn der Typ nicht ständig auftauchen würde. Also nicht nur auf YouTube, sondern ich meine jetzt hier in der Mod, ne? Genau, das ist quasi der Newstime. Dieser Spruch, den werden wir wahrscheinlich irgendwann auf seinem Grabe stehen sehen, wenn er irgendwann sterben sollte. Also hoffentlich in einem hohen Alter. Das soll jetzt nicht heißen, dass, naja, egal. Dann als nächstes geht es weiter mit ApoTek. Okay, das ist wahrscheinlich der ApoRed. Auch der hat einige Sprüche drauf. Mal gucken, was er so von sich geben kann. Digga, will er mich Was? Digga, will er mich Okay, was willst du uns sagen? Vielleicht verführen, Digga, will er uns verführen, einen Satz, zumindest einen Satz gerade auszusprechen? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Der Newstime erklärt das schon, nicht wahr? So, auf den will ich auch wieder bekämpfen. Diese Bücher werden wir uns gleich anschauen. So, wie gesagt, der Newstime ist besonders nervig. Dann geht es direkt weiter mit Katja Krasavitz. Da ist er auch schon. Gerade die hat natürlich in Minecraft gefehlt. Ohne Mist, Katja Krasavitz in Minecraft. Da wünscht man sich, glaube ich, eher, ich weiß nicht, drückt mir bitte ein Kissen aufs Gesicht, das muss nicht sein, oder? So, auf jeden Fall, sie ist ziemlich knapp bekleidet. Hier, zieh dir mal was an, Mädel. Hier eine Diamantausrüstung vielleicht. Nein, möchtest du nicht? Okay, was hast du uns denn zu erzählen? Hallo, meine süßen Mäuschen, ich bin wieder eure Katja. Oh Gott, ach du Schande. Ach. Hallo, meine süßen Mäuschen. Bekämpfen, bevor es Eier legt, sag ich da nur. Okay, Gott. Und der Newstime ist natürlich auch wieder dabei. Ich war's nicht. Ich wollte nur für einen Skandal sorgen. Dann geht's direkt weiter mit dem nächsten. Und zwar haben wir jetzt Fluff. Das müsste... Das müsste LeFloid sein, nicht wahr? Hallo LeFloid. Geht natürlich direkt weg. Hallo, ihr wunderhübschen Menschen da draußen. Das sind Kühe. Aber egal. Mit wunderschönen Menschen meint er wahrscheinlich nicht mich. Von daher kann ich ihn ruhig bekämpfen, da er mich nicht begrüßen möchte. Ich habe dich begrüßt, du hast mich nicht begrüßt von mir aus. Clickbait-Titel werden immer mehr gang und gäbe. Clickbait-Titel werden immer mehr gang und gäbe. Ja, da kennt's ja, da spricht der Experte. So, da werde ich natürlich den direkt mal bekämpfen. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Boah, Newstime, du gehst mir so auf die Nerven. Ich kann gar nicht die richtigen Sounds hören, weil der einfach die ganze Zeit dazwischen quatscht. Das ist echt, der ist so, Mann, du berichtest viel zu schnell. So, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten. Das Buch werden wir uns gleich anschauen. Dann als nächstes im Gepäck haben wir natürlich Simon Desu. Hier haben wir ihn auch schon, vom Skin her richtig lustig irgendwie. Ja? Mein Name ist Simon Desu. Das ist so geil. Ja, der kann einiges droppen. Hallo, echt jetzt, Digga. Mein Name ist Simon Desu. Was reinzieht auf Traum? Richtig. Festnetztelefon. Was reimt sich auf Traum? Festnetztelefon? Natürlich, Simon. Natürlich reimt sich das. Okay, ich rufe gleich die. Ich hoffe, dass gleich die Männer in weißen Kitteln ihn abholen werden. Natürlich reimt sich das. Es reimt sich, ne? Gut, was hat er getroppt? Wir haben hier 1000 Euro bekommen für Gewinnspiele. Na, kennt wer den Insider? Ja, das war schon eine lustige Geschichte damals, vor wenigen Jahren. Dann geht's direkt weiter mit dem nächsten. Achso, da kann man übrigens mit etwas Glück auch eine Xbox droppen, ne? Für Gewinnspiele wohl bemerkt. Es gibt auch noch YouTube-Kekse, es gibt noch andere Items, richtig lustig. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Kandidaten. Als nächstes haben wir Leon Mark Scheren, die Intelligenzbestie. Hier ist er auch schon.
Jo, Freunde, was geht? Jo, Freunde, was geht? Ganz, ja, eigentlich alles, was Bein hat, so, glaube ich zumindest. Hey Leute, das ist kein Spaß mehr, das ist keine normale Challenge. Ja, Entschuldigung. Leute, das ist kein Spaß mehr, das ist keine normale Challenge. Ich will dir nur Gefallen tun. Leute, das ist kein Spaß mehr, das ist keine normale Challenge. News Time. Was? Toll! Der News Time, der quatscht aber auch immer dazwischen, ne? Das ist unglaublich. Egal, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten, und zwar haben wir jetzt Torten-TV. Ist das etwa eine Anspielung auf Kuchen-TV? Ich weiß es nicht. So, mal gucken, was er uns so zu erzählen hat. Jo, Freunde. Okay, wir können ihn quasi kitzeln. Komm, rück deine SD-Karte raus. Ich höre jetzt übrigens auf mit YouTube. Das wollte ich eigentlich nicht erreichen, so, aber okay, theoretisch kann er eine SD-Karte droppen, ich werde die direkt mal mitnehmen, die hätten so wir hier. SD-Karte, mal gucken. Katja-hot.jpg, okay, alles klar. Und ksskandal.mpv, okay, da können wir direkt mal gleich drauf zugreifen, denn das Ding können wir verwenden, dazu kommen wir dann gleich. Ich werde am besten, wir schauen uns erstmal die Mobs in Ruhe an. Dann als nächstes haben wir natürlich Bibi, darf so natürlich ebenfalls nicht fehlen und ohne Mr. Newstime, der ist so unglaublich nervig, ich muss ihn gerade mal bekämpfen, es tut mir leid. Komm, geh weg! Da wird eh gleich wieder auftauchen, so wie ich ihn kenne. So, Bibi mit IE. Kannst du mir vielleicht irgendein neues Kosmetikprodukt empfehlen? Aber bei mir ist, glaube ich, sowieso nichts zu machen. Hallo, meine Lieben! Die Stimme wird immer tiefer, je mehr ich sie schlage, okay? Oh, da drückt das. Oh, ich muss pupsen. Bah, was ist das denn für eine, okay? Also wie gesagt, ich kenne die Videos nicht, ich habe keine Ahnung, ich will damit nichts zu tun haben. So, dann geht's direkt weiter, wie gesagt, ihr dürft mich nicht allzu ernst nehmen. Oh, als nächstes, den kennen wir doch auch, das ist doch der. Sekunde mal, geh mal weg. Igel Pablo, welcher YouTuber kann das sein? Alter, der Skin, ohne Mist. Entschuldigung, und die Stimmen, oh, alter Schwede, nein, das geht doch nicht, sowas gehört verboten. Also zumindest hier in Minecraft, Igel Pablo natürlich. Oh, ne. Nee. Moment, den Sound kennen wir doch, oder? Also wenn mich ein Auto anfährt, dann klinge ich genauso. Oh Gott, ey. Für diese kranke Aktion müsst ihr den Daumen nach oben geben. Was? Guck mal, der hat seinen... Für diese kranke Aktion müsst ihr den Daumen nach oben geben. Alles klar. Gut, das würde ich wahrscheinlich auch auf meinem Sterbebett sagen. Okay, dann geht es direkt weiter. Dann haben wir hier sein Gehirn, welches getroppt wurde. Rechtsklick, um es zu benutzen. Kann ich das anziehen? Nee, wir werden das auf jeden Fall gleich alles testen. Also wir haben ja die SD-Karte noch. Wir hätten hier noch das Geld und einiges mehr. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Mob. Und zwar haben wir jetzt... Was? Das war's schon, mehr hat YouTube Deutschland nicht zu bieten? Nein, natürlich sind wir noch längst nicht durch. Wir haben natürlich hier noch die SD-Karte, damit können wir beispielsweise KS... So muss eine YouTube-News sein. Genau, KS-Freak können wir damit droppen. So muss eine YouTube-News sein. Alter. Und ich bedanke Video... Oh, Herr Newstime, sei ruhig. Newstime. Boah, der Herr Newstime geht mir so auf den Senkel. KS-Freak! Alter! Abgeht. Ohne Mist. Das ist so geil. Alter. Ohne Scheiß, das ist die beste Mod überhaupt. So, an dieser Stelle, wir haben hier da noch einiges. Wir werden gleich das Gehirn benutzen. Richtig, richtig lustig. Wir haben natürlich noch einiges. Wir haben im Übrigen noch so einen YouTube-Keks. Damit können wir quasi, das können wir craften, indem wir alle möglichen Sachen, die wir gefunden haben. Wir haben natürlich noch das Buch, welches wir uns anschauen werden. Können wir so einen YouTube-Keks zusammen craften und den können wir zu uns nehmen. Dazu kommen wir da gleich. An dieser Stelle muss ich nur ganz kurz etwas erwähnen. Und zwar kommt die Mod von einem Zuschauer. Der hat die mir zugeschickt. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, die man hier noch einbauen kann, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Oder schreibt es am besten in die Kommentare, dann kann man eventuell da noch einiges ergänzen und dann kann ich die nochmal irgendwann zeigen. Wie gesagt, wir sind zwar noch nicht durch, aber das sei an dieser Stelle erwähnt. Ja, ich glaube, es fehlt tatsächlich irgendwie so eine Badewanne, wo man sich irgendwie reinlegen kann mit Chicken Wings oder so, oder halt noch andere Skandale. Wenn ihr da irgendwas wisst, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt die nächsten Sachen ausprobieren. Am besten ziehe ich direkt mal hier die Diamantrüstung an, denn bei so einem Gehirn weiß ich nicht. Bei Eagles Gehirn weiß ich nicht, was passieren wird. Einfach mal einen Rechtsklick ausgeführt und... Okay. Ja, ich glaube, der sollte nie sein Gehirn verwenden. Oder was soll das heißen? Warte, Moment, ich muss aber ganz kurz das im Game-Mode ausprobieren. Ja, damit kann man auf jeden Fall einiges kaputt machen. Alter Schwede. Aber der Herr Newstime, der taucht irgendwie gar nicht auf, oder? Was ist denn da los? Hallo, Herr Newstime, sind Sie da? Okay, das muss auf jeden Fall gefixt werden, ja, das kann ja wohl nicht sein. So, dann haben wir als nächstes den YouTube-Keks, den können wir auch mal zu uns nehmen, sofern wir Hunger haben. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, ansonsten können wir mal in das Buch von dem guten Herrn Newstime reingucken. Er ist mal ganz kurz den Keks aufgefuttert, ja.
Dann haben wir quasi Blindheit bekommen. Natürlich, wer zu viel YouTube konsumiert, der kann halt nur noch an Augenkrebs wahrscheinlich sterben. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Geschichte. Ja, wie gesagt, ihr dürft jetzt nicht allzu ernst nehmen, was ich hier von mir gebe. Es ist einfach nur ein Gag, eine kleine Parodie. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass da irgendwie, dass ich euch demnächst noch einen weiteren Teil davon präsentieren kann. Dann haben wir hier als nächstes oder als letztes noch das Buch von dem Mr. Newstime oder Newstime, das Mr. Newstime 1x1. Hier sehen wir es auch schon. Erstens Trends aufrufen, zweitens inhaltlos berichten, drittens Geld für minimalen Aufwand kassieren. Ja, ihr seht schon, der Modder ist, glaube ich, kein Fan von der ganzen YouTube-Deutschland-Landschaft, wie man es auch immer nennen möchte. Ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, als kleine Parodie kann man das sicherlich bewerten. Ich weiß, ihr ist eigentlich ganz lustig designt. Ansonsten auch von der Idee her, von der Umsetzung gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Bitte nicht allzu ernst nehmen. Eine ähnliche Mod findet ihr direkt hier auf dem Bildschirm. Die Clickbait-Mod mit roten Pfeilen und Kreisen, richtig cool gemacht. Ansonsten wird es wahrscheinlich einen zweiten Teil von dieser Mod geben, wenn ihr genügend Ideen habt und der Modder sich nochmal hingesetzt hat. Ja, ansonsten war es schon von mir. Ja, gehabt euch wohl euer Le Copa. Yay!